Hallo, mein Name ist Rasmus Zwane. Ich spiele für den Hamburger SK in der Bundesliga. Wir haben heute gegen Werder Bremen gespielt und an Brett 1 habe ich gegen Luke McShane aus England gespielt. Also fast 2-7-Großmeister und ich würde gerne meine Partie gegen ihn zeigen. Ich habe E4 gespielt und zwar, also ich spiele E4, D4, Springer F3 oder C4, aber ich habe heute E4 gespielt, weil ich gesehen habe, mein Gegner spielt fast nur E5, fast nur Berliner Mauer, deswegen ich wollte nicht so viel vorbereiten. Gegen D4 spielt er mehr Eröffnungen als das, deswegen habe ich E4 ausgesucht. Es kam E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, wie erwartet Berliner Mauer. Jetzt habe ich einfach gedacht, ich spiele sicher, risikolos würde ich versuchen, auf Vorteil zu spielen mit Turm E1 Berliner. Das habe ich schon einmal gespielt, aber wirklich viel darauf vorbereitet hat er sich sicherlich nicht. Er hat auch am Morgen eine ziemlich lange Partie gespielt, deswegen hat er sich bestimmt nicht viel vorbereitet. Okay, es kam Springer E5, Läufer E7, Läufer F1. Und hier habe ich gesehen, dass er sowohl Springer F5 als auch kurz Rochade spielt. Ich habe ein bisschen mehr auf Springer F5 gehofft. Ich glaube, die waren jetzt so ein bisschen weniger. Also Schwarz gleich ein bisschen weniger überzeugend aus mit Springer F5. Nach Springer F5 geht die Theorie Springer F3, kurz Rochade, D4, D5. Und ja, der Springer auf F5 steht so ein bisschen komisch, deswegen kann Weiß auf einen kleinen Vorteil hoffen. Aber Schwarz hat auch gute Chancen auszugleichen. Aber er hat stattdessen auf E5 geschlagen, Turm schickt E5, kurz Rochade. Ich habe D4 gespielt, Läufer F6, Turm E1. Nicht Turm E1, ich habe hier Turm E2 gespielt. Und zwar, ich hatte in der früheren Partie gegen Andreas Heimann Turm E1 gespielt und das ist die Hauptvariante. Aber Turm E2, das hatte Carlsen mal gegen Kajakin im Weltmeisterschaftskampf, ich glaube in einer der ersten Partien versucht. Und zwar ist die Idee, dass nach Turm E1 spielt Schwarz normalerweise Turm E8. Und jetzt kann man Springer C3, glaube ich, spielen. Und wenn Schwarz schlägt und Dame schlägt, Läufer schlägt D4. In diesen Bauernopfervarianten ist es vorteilhaft, dass Weiß die Dame auf E2 hat statt E1. Und zwar kann man so mit Springer. Ich weiß es gar nicht ganz genau, was am genauesten ist. Sowas wie Läufer F4, Springer E8, Springer D5. Und mit der Dame auf E1 kann man jetzt halt nicht gleich im nächsten Zug Turm E1 spielen. Deswegen ist das hier, glaube ich, schon ziemlich gut für Weiß. Aber auf der anderen Seite steht der Turm auf E2 halt ein bisschen blöd. Der versperrt den Läufer und steht so ein bisschen im Weg. Ja, Schwarz kann hier auch Springer F5 spielen zum Beispiel oder sogar Springer C4 ist einer der Hauptzüge. Aber mein Gegner hat B6 gespielt mit der Idee Läufer A6. Deswegen habe ich Turm E1 gespielt. Und jetzt haben wir halt quasi die gleiche Stellung, bloß dass Schwarz B6 gespielt hat und es ist halt eine Diskussion, ob das schwächt oder ein Vorteil ist für Schwarz. Ich glaube, der Hauptzug ist hier Läufer B7. Dann kann man Läufer F4 spielen und Weiß hat kleine Chancen auf Vorteil. Aber er hat hier Turm E8 gespielt. Quasi wie in der anderen Variante. Läufer F4 habe ich gemacht. Turm schlägt E1, Dame schlägt E1. Und jetzt Springer E8. Also, das ist quasi genau das gleiche wie in der Variante mit Turm E1. Bloß, dass Schwarz B6 stehen hat. Was halt so ein bisschen komisch ist für Schwarz. Zum Beispiel in dieser Stellung kann man jetzt nicht auf D4 schlagen. Das ist auch in der anderen Variante, das ist nicht die Hauptvariante, aber hier geht das, glaube ich, taktisch nicht. Wegen Läufer schickt D6, nach Läufer schickt B2 kann Weiß Läufer schickt C7 spielen. Und Schwarz kann nicht schlagen wegen Dame E8 und Grundreinmatt. Deswegen
Spielt Schwarz C, schlägt D6, aber jetzt Dame E4. Läufer schlägt B2. Ja, Dame F6 ging nicht wegen Dame E8. Dame schlägt A8. Und jetzt verliert Läufer schlägt A1, glaube ich, wegen Läufer A6. Und wenn stattdessen ist Dame F8 ein besserer Versuch. Hier habe ich ein bisschen gebraucht, um zu sehen, wieso das gut ist für Weiß. Aber ich glaube, Springer C3. Wenn man schlägt, kann der Turm rauskommen. Und wenn Läufer schlägt A1, Springer D5. Und ich glaube, Schwarz verliert Material, es droht Dame schlägt C8. Und Schwarz kann es nicht wirklich gut verhindern. Vielleicht Läufer F6, aber dann steht Schwarz auf jeden Fall schlecht. Ja, deswegen hat er das alles nicht gemacht. Es kam stattdessen Springer E8. Ja, ich habe Springer C3 gespielt. Ne, warte. Ja, Springer C3. Ich drohe Springer D5 zum Beispiel, deswegen Läufer B7. Ja, jetzt wollte ich erst Dame E3 spielen, aber ich habe dann gesehen, Dame E7 ist vielleicht ein bisschen nervig hier. Und nach Dame D2 sowas wie Dame B4 vielleicht. Deswegen habe ich Dame D2 gespielt. Und ich will halt einfach Turm E1 und ich argumentiere halt, dass der Läufer auf B7 nicht so toll steht. Normalerweise würde Schwarz mit dem Bauern auf B7 so mit D5, C6 und den Läufer eher nach F5 oder so entwickeln. Deswegen Dame D2, D5, Turm E1, Springer D6. Und jetzt war so ein kritischer Augenblick. Also jetzt muss ich halt genau spielen, wenn ich irgendwie Vorteil beweisen möchte. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier auch einfach nichts. Ich habe Läufer D3 gespielt. Ich weiß nicht, ob der Zug korrekt war. Ich habe auch an Springer B5 war ein möglicher Zug. Dann kommt Springer E4 wahrscheinlich, Dame E3. Jetzt habe ich gerechnet C6, Springer C7, Turm C8, F3. Und das wäre jetzt gut für Weiß, wenn der Springer ziehen müsste, weil dann kann ich nach Springer D6 zum Beispiel, habe ich Springer E8 am Ende. Und Weiß steht besser, glaube ich. Aber das Problem war, dass das alles nicht so toll geht wegen G5. Und ich glaube, jetzt verliere ich Material. Also nach F schlägt E4 kommt G schlägt F4. Ja, und ich habe halt keinen guten Weg gefunden gegen dieses G5. Auch wenn er die Dame auf andere Felder zieht. Ein anderer Zug, an dem ich überlegt habe, war Läufer schlägt D6. Dame schlägt D6, Springer B5. Und das hat mir eine ganze Weile gefallen. Also meine Idee war, nach Dame C6 hatte ich sogar überlegt, Dame C3 könnte gut sein für Weiß. Weil nach Dame schlägt C3, B schlägt C3 ist es gar nicht so leicht, den C7 zu decken. Nach C6, Springer D6 würde Schwarz sogar, glaube ich, den Läufer einfach verlieren. Wegen Grundreihenmatt. Aber ich habe nicht wirklich den Weg gefunden nach Dame D7, Dame F4, C5, Springer C7, Turm C8 und Läufer B5 sieht fast aus, als würde es gewinnen. Aber nach Läufer C6 habe ich nichts gesehen, also vielleicht stehe ich hier sogar schlechter. Ja, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe Läufer D3 gespielt. Ja, also jetzt könnte ich vielleicht im nächsten Zug Läufer schlägt D6 überlegen. Er hat halt nicht wirklich so Züge, die seine Stellung verbessern. Also deswegen hat er konkret gespielt mit C5. Ja, und am Anfang, eigentlich war meine Idee nach C5, wollte ich Springer B5 spielen. Aber ich habe dann lange, als ich selbst an meinen Zug überlegte, ich habe gar nicht gesehen, dass Springer schlägt B5, Läufer schlägt B5 und ich dachte, Turm E8 droht, aber ich glaube, Schwarz kann einfach auf D4 schlagen. Turm E8, Dame schlägt E8. Ja, und das Endspiel werde ich glaube ich, nicht gewinnen. Also das ist einfach Remis. Also ich glaube, ich habe hier überhaupt keine Gewinnchancen. Ja, deswegen habe ich nicht so wirklich den Weg gefunden. Auf C5 geschlagen, schlägt. Und jetzt Springer schlägt D5.
Das war eigentlich so, also ich opfere eine Figur, das war eigentlich so mit der Idee, also ich habe mindestens Remis, glaube ich, in den Varianten und vielleicht ergibt sich irgendwas, aber ich hab nicht wirklich gesehen, ob das gut ist für mich überhaupt. Aber ich habe jedenfalls so die Figur geopfert. Ja. Und jetzt gab es zwei, also Läufer E7 habe ich hauptsächlich erwartet, aber er konnte auch entweder Springer E8 oder Springer B5 spielen. Aber der Springer steht auf B5 halt ein bisschen komisch. Ich dachte, ich schlage einfach auf F7. Und ja, ich habe nicht ganz gesehen. Also ihm fehlt halt die Koordination in der Stellung. Zum Beispiel nach Dame D4. Ich weiß nicht ganz genau, was der genaueste Weg ist, aber ich habe gesehen. Also ich kann hier immer Turm E8 spielen zum Beispiel. Deswegen dachte ich, habe ich immer Remis. Aber zum Beispiel nach C3 kann Schwarz jetzt nicht den Läufer schlagen. Und ich dachte, ich riskiere auf jeden Fall nichts. Aber ich habe sogar irgendwie A4-Ideen hier. Ja, wegen Dame D5 Schach immer. Gut, deswegen hat der Läufer E7 gespielt. Er dachte, das wäre sicherer. Und er meinte auch nach der Partie, er dachte einfach, ich hätte das hauptsächlich gespielt, um Remis zu machen. Aber ja, ich habe das auch gedacht, aber ich wollte sehen, ob sich irgendwas ergibt. Ich habe jetzt Turm E3 gespielt. Es gab hier auch viele andere Möglichkeiten, aber ja, ich dachte, Turm E3 wäre ein ganz guter Versuch. Ich glaube, jetzt hat er einen Fehler gemacht mit Läufer F8. Ich habe hier eher Turm B8 erwartet. Es gab hier ein kleines Problem für ihn. Also König G8 wäre eigentlich der natürliche Zug. Aber jetzt kann ich Turm Schick E7 spielen. Und nach Dame Schick E7 schlage ich mit Schach. Und deswegen ist kein Grund rein matt. Ja, deswegen Turm B8 wäre vermutlich besser gewesen, weil jetzt startet halt direkt sein Gegenspiel, was er sowieso starten muss, und Läufer F8 verliert, glaube ich, so ein bisschen Tempo. Also wahrscheinlich sollte das okay sein für Schwarz, aber ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass es hier irgendwas für Weiß gibt. Auf jeden Fall hat er stattdessen Läufer F8 gespielt. Ja, und jetzt habe ich lange überlegt und nach einem Gewinn gesucht. Nicht wirklich was gefunden, aber dann, ja, ich dachte einfach, okay, das hier ist am forciertesten. Und nach, okay, er muss F6 spielen. Und ich habe halt immer das Dauerschach, weil G6 nicht geht wegen Dame D5 und nach König G7 kommt Läufer H6. Ja. Und jetzt hat sich halt so ergeben, also ich habe hier ein bisschen überlegt in der Stellung, ich dachte, ich kann auch im nächsten Zug Dauerschach machen. Und jetzt habe ich halt G4 gespielt. Und zwar G4 ist mit der Idee, erstens den Turm offen zu halten, damit der Turm noch nach E3 oder D3 schwenken kann. Das ist in ziemlich vielen Varianten wichtig. Ja, und außerdem ist G5 manchmal eine Idee. Und ich glaube, hier hat er schon keine Verteidigung mehr gegen meinen Angriff, weil er müsste halt den Turm besser im Spiel haben. Ja, er hat die Dame E8 gespielt, das ist halt der Zug, der am meisten für seine Stellung bringt. Er kann halt auch irgendwie den Turm ziehen. Aber ja, ich habe hier einige Optionen, zum Beispiel Dame D5, Schach, Springer F7. Dame F5, Springer H6. Ich kann halt zum Beispiel den Turm schlagen. Das sollte wahrscheinlich gewinnen für mich. Und ich habe auch andere Möglichkeiten. Ich habe es noch nicht ganz durchgerechnet, aber G5 gibt mir auch super Angriff auf jeden Fall. Ja, er hat stattdessen Dame E8 gespielt. Und das hatte ich halt berechnet, dass jetzt noch Dame H7, Turm E3 ziemlich stark ist. Ja, und jetzt Dame C6 ist der natürliche Zug. Also wenn er versuchen will zu reklamieren, dass er noch nicht auf Verlust steht, aber vielleicht ist Dame C8 hier eine bessere Verteidigung. Ja, und dann noch Dame H5, G6. Dame D5, Schach König G7, Läufer D6 schlägt,
Darmstadt G4, okay, hier kann er sich noch ein bisschen verteidigen, aber ich glaube, die Stellung nach König F1 zum Beispiel ist gewonnen. Oder auch andere, es sollte auch andere Gewinne geben. Ja, stattdessen hat er... stattdessen hat er Dame C6 gespielt und das hatte ich halt... Das war halt die erste Variante, die ich berechnet hatte. Ich hatte ja sogar was übersehen, aber es war zum Glück trotzdem gewonnen. Also G5 schlägt und jetzt Läufer schlägt D6 einfach. Und zwar war die wichtige Pointe, dass Schwarz nicht mit der Dame schlagen kann, was er gerne machen würde. Weil nach Turm F3 Schach, König E7, Dame E4, jetzt geht der Turm auf A8 verloren. Ja, deswegen Läufer D6 Schach. Läufer schlägt E6, Dame F5, König G8, Dame E6 Schach. Ja, und in der Vorausberechnung hatte ich hier gedacht, ich kann einfach Turm F3 spielen. Und auch Turm H3 gewinnt nicht wegen Läufer schlägt H2 und dann gewinnt Schwarz. Ja, ich weiß nicht, ob es hier auch andere Gewinne gab, aber ich habe dann ziemlich schnell Turm E5 gesehen in der Vorausberechnung noch. Und nach Turm E5 im nächsten Zug kommt Turm F5 und Schwarz kann gar nichts machen. Also er kann schlagen, aber das Endspiel ist natürlich komplett gewonnen für Weiß. Ja, und sonst nach G6 ist, glaube ich, sogar forciert Matt, Dame F6. Und ich setze ihn hier Matt. Ja, deswegen hat er nach Turm E5 aufgegeben.